So, Freunde, wir sind zurück. Lego Star Wars, das Erwachen der Macht. Und ja, Freunde, letzte Folge, die Leute, die es verpasst haben. Wir haben das Ende von Episode 6 nachgespielt. Ja, Freunde, Kampf gegen Imperator Palpatine. Luke gegen Darth Vader. Ja, Freunde, die Schlacht ja, von Endor. Ja, ging auf jeden Fall klar, muss ich sagen, Freunde. Ja, und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Ein geiler Ladebildschirm, muss ich sagen. Gefällt mir. Sehr cool. Ist auf jeden Fall mal was anderes als sonst. Ja, doch. So, jetzt aber los hier. Zack, zack, zack. Ach, guck mal, da steht's. Fortfahren, jawohl. So, ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht hier. Schön, dass Sie wieder da sind. Admiral Statura möchte Sie umgehend sehen, Dameron. Poe, da sind Sie ja. Schön, dass Sie heil zurückgekehrt sind. Dafür ist jetzt keine Zeit. Und dafür ist jetzt auch keine Zeit. Wir haben eine neue Mission von höchster Priorität. Sie müssen sofort nach Jakku. Dort erwarten Sie wichtige Informationen. Briefing gibt es unterwegs. Was für eine Quasselstrippe. So, Freunde, weiter geht's. Und zwar jetzt wirklich das Erwachen der Macht. Wir spielen Poe Dameron und hier haben wir den wunderbaren BB-8. Juhu, haha, cool. So. Na ja, toll, Freunde. Das musste jetzt gerade noch sein, aber egal. Für jetzt müsste es noch ausreichen. So, wir sammeln mal alles ein hier natürlich. Obwohl, wir brauchen gar nicht alles einsammeln. Hier ist so eine Art Hauptbasis, denke ich mal. So, wir folgen jetzt einfach mal den unsichtbaren Stutz. Fliegen ja auch ein paar Raumschiffe rum? Ne, leider nicht, muss ich sagen. Guck mal, hier vorne liegt ein blaues Steinchen. Sammeln wir da mal ein. Zack. Master Poe, ich vernahm, dass Sie erneut zu einer weiteren gefährlichen Mission aufbrechen. Ich wünsche Ihnen dabei viel Glück. Dankeschön. Kehren Sie doch bitte zurück, nachdem Sie Ihre Mission erfolgreich abgeschlossen haben. C3PO. Wenn möglich, würde ich gern meine Schlüsselrolle bei Admiral Akbars Rettung durchsprechen. Okay, also wenn wir 10 goldene Steinchen gesammelt haben, können wir anscheinend, wird dieses Teil hier erscheinen. Okay, damit wissen wir das auf jeden Fall auch schon mal. Sehr gut. So, was haben wir denn hier noch? So, was ist das denn hier? Okay, gar nichts. Ah, guck mal hier. Gold können wir wahrscheinlich mit ihm nicht machen. Mit Poe wahrscheinlich, denke ich mal, auch nicht. Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. So, hier ist auch noch nichts. Das heißt, wir müssen Tatsache da vorne erstmal hin. So, da aber nicht hoch. Guck mal, der baut hier Sachen auf. Super, ist das ein Briefkasten? Ja, hast du aufgebaut, wa? So, sehr schön. So, wir müssen die ganze Sache da erstmal folgen, glaube ich. Ah, da vorne ist schon... Guck mal, da oben liegt ein goldenes Steinchen. Gibt's ja gar nicht. Wie komme ich da dran? Wie komme ich da dran? Okay, das müssen wir vielleicht... Okay, ja, okay, okay. Ja, das sieht gut aus. Falsche Seite! Okay, was haben wir getan? Wir haben irgendeinen Wecker aufgebaut. Ob das jetzt irgendwas gebracht hat, weiß ich natürlich nicht. Ja, wir haben den Typen einfach nur aufgeweckt, so wie es aussieht. Ist das nicht gefährlich? Ich weiß, was ich tue. Wo
Pass auf! Siehst du, das, was ich da gemacht habe, war es völlig zu versauen. Oh, ja, Mann. Hab ich gemerkt. So, ihr seht schon, Freunde, da vorne können wir das jetzt aufbauen, auf der rechten und auf der linken Seite. Wir fangen mal mit der rechten Seite an, denn ich möchte das goldene Steinchen da oben haben. Ah, korrekt. Einmal hinauf, bitte. Juhu. Korrekt. So, und jetzt können wir auf der linken Seite mal was aufbauen hier. Vorwärts, BB-8. Und oh, oh. Oh, yeah, 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 yeah. Und ab dafür. Hihihi. So, hier machen wir natürlich auch noch alles kaputt. So, ja. Yeah. Okay, die gleiche Sache wie mit R2D2. Ja, sehr schön. Ah, und jetzt komme ich da oben mit Poe Dameron hoch. Sehr gut, der hat auch einen Greifhaken. Ich frage mich, ob hier unten noch irgendwas ist, aber scheint jetzt nicht der Fall zu sein. Nee. Okay. Gut, dann gehen wir da mal hoch. Da müssen wir sowieso hoch. Juhu. Danke, BB-8. Das mit dem Unfall tut mir leid, Paul. Ich verspreche dir, das kommt nicht mehr so, vor. So, Geschichte fortsetzen, aber selbstverständlich. Nein, nein, sagen wir heute. Ich will nichts versprechen, das ich nicht halten kann. So, die Galaxiskarte. Endor haben wir schon erledigt gehabt. Obwohl ich sagen muss, ich glaube, wenn wir da jetzt zurückgehen... Ah, keine Ahnung. Okay. So. Das nicht. Wir wollen hier auf Jakku. Da wurde uns das ja gesagt. Kapitel 1. Angriff auf Jakku. Okay. Los geht's. Und weg war. Das finde ich wirklich sehr, sehr cool, muss ich sagen, dass jedes Mal, wenn ein neues Kapitel, neuer Abschnitt kommt, ja, dass das so reingefahren wird, die Geschichte dazu erzählt wird, das ist wirklich mega cool. Oh, BB-8. Fortan können die Dinge ins Lot gebracht werden. Euretwegen haben wir nun eine Chance. Ohne die Jedi kann es kein Gleichgewicht der Macht geben.
Der General sucht schon ewig danach. Oh, der General? Für mich ist sie immer noch eine Hoheit. Ihr müsst euch verstecken. Die müssen verschwinden. So, wir sind auf Jakku gelandet und müssen uns jetzt natürlich verstecken hier. Da oben sind zwei Kisten. Sieht aus wie ja, Ersatzteilkisten, so in etwa. Oh, da sind die Bösen. Oh, ja, zack, Junge, zack. So, was können wir denn hier Schönes zusammenbauen? Ein Basketballkorb, nein. Wie kann ich denn das Silberne hier... Ah, mit Shui, nein, ich kann ihn nicht einsetzen. Okay, ich brauche hier nochmal BB-8. Jetzt wird wieder das Katapult geladen. 3, 2, 1 und Feuer! Pum. Jawohl! Und was kriegen wir jetzt? Ja, einfach mal gar nichts, würde ich sagen. Okay, schade. Ich dachte, wir hätten uns ja wenigstens irgendwas dafür geben können. So, also das können wir leider auch nicht kaputt machen. Dafür brauchen wir Chewie. So, das können wir aber auch aufbauen hier. Aber das kann natürlich nur Poe machen. Wunderbar. Wir können uns hier verstecken. Ach so, okay. Sehr cool. Frage ist, müssen wir uns überhaupt verstecken? Ich verpasse doch bestimmt einiges hier. Wenn ich mich halt verstecke. Komm mal weg hier, die Kiste. Wir schauen uns jetzt erstmal hier weiter um. Ah, okay. Was? Wie geil ist das denn bitte? Ah, ja. Ein Stück noch. Ja. So. Bauen wir mal etwas Schönes hier. Was können wir denn hier machen? Du kannst etwas anderes bauen, wenn du das hier wieder auseinander nimmst. So, wie komme ich da jetzt hoch? Vielleicht mit BB-8 hier? Okay, ja, stimmt irgendwas mit dem Code anscheinend nicht. Das klappt auf jeden Fall so nicht. Dabei ist doch der Geheimschalter für die Waffenkiste da drin. Das ist bestimmt nur ein Fehler in der Konsole. BB-8 kann sie vom Kontrollkasten da oben aus überschreiben. Wenn ich nur wüsste, wie ich ihn da hinbekomme. Okay. Gut, wie kriegen wir BB-8 da oben hin? Da ist jetzt die Frage. Kann es sein, dass wir eventuell den anders aufbauen müssen? Vielleicht hier drüben schon? Ah, guck mal hier. Hier können wir BB-8 jetzt nochmal per Katapult verschießen. Okay, so, jetzt haben wir es. Okay, alles klar. Wir mussten den erster hochschießen. Okay, und jetzt geht's ja auch super. Jetzt müssen wir hier wieder ein bisschen puzzeln. So, okay. Den nach da. Bei R2-D2 mussten wir immer 3 machen. Klasse, danke. Und kannst du auch den Geheimschalter da drin finden? Ja, bestimmt. Dafür brauchen wir Luke? Okay.
Okay, dafür brauchen wir leider Luke. Gut, was heißt leider? Wir brauchen ihn halt. Ah, okay. Wartet. Und jetzt. Boah, was eine Waffenkammer. Mein Gott. Sehr gut. Jetzt fehlt noch eine letzte Kiste aus der Hütte mit dem Balkon. So, eine Kiste haben wir. Das sind nicht alle Waffen. Jetzt geht's weiter. In der anderen Hütte liegen. Anscheinend muss ich das hier wieder weiter benutzen. Na gut, werden wir das mal machen eben schnell. Niemand sieht mich. Hi. Eine der Waffenkisten ist in meiner Hütte versteckt, aber der Tür ehrlich? Okay. Kennst du dich mit Elektronik aus? Ja, sehr. Oh, hätte ich mir bloß eine normale Tür mit Griff und Scharnieren geholt. Wenn nicht, ich wer sonst? So, wir brauchen nochmal BB-8. Vorher möchte ich mich aber einmal umgucken hier. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich noch weiß, wie man einen Speeder baut. Okay, hier muss ich das auch machen, alles klar. Oh, der Lenker. Ich hab den Lenker vergessen. Vorsicht! Können wir das hier auch aufbauen? Ja, Tatsache. Einmal da oben und einmal unten. Ja, Glückwunsch, da brauchen wir auch Luke für. Wärst du ein echter Sturmtruppler, würde ich dich jetzt nicht wieder zusammensetzen. Da oben ist das rote Steinchen. Ich komme da nicht dran. Ja, ich komme dran. Super. Wir haben das extra hier gefunden. Geil. Sorry. So, jetzt brauchen wir wieder BB-8. Was macht er denn da? Keine Sorge. Ich sehe nach, ob sich auch ja keine Sturm. Okay, BB-8 ist da ein bisschen gefangen. Was machen wir denn jetzt hier, wenn er so gefangen ist? Kann ich den irgendwie kaputt machen? Oh, das ist jetzt aber echt doof, ne? Dass der jetzt da gefangen ist. Ja, habe ich sofort einen Bug entdeckt hier. Super. Ist aber nicht toll. Okay, vielleicht wenn ich einfach mal ganz, ganz weit weggehe. Vielleicht geht's dann. Ich hoffe es. Aber allen Anschein nach, nee, okay. Ja, das ist natürlich sehr doof gelaufen jetzt für uns hier. Okay, da muss ich leider ja, das Level verlassen und das Level nochmal starten. Weil ich kriege ihn da nicht raus. Beziehungsweise ich kriege ihn auch leider nicht kaputt. Hm, sehr doof. Ja gut, Freunde, dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ja, genau, sehen wir uns im nächsten Part wieder, Freunde. Und dann, ja, ne, vergesst den Daumen nach oben nicht. Und ich werde auf jeden Fall jetzt gleich die ganze Sache einmal neu wiederherstellen. Also, ja, ne, danke und Peace.